Hallo liebe Videofreunde, ja, herzlich willkommen zu unserem Fazit von unserer Testtour. Ihr müsst leider heute mit mir alleine vorlieb nehmen, weil mein Herzallerliebster am Arbeiten ist und der auch noch eine ganze Weile unterwegs ist. Und wenn er wieder zurückkommt, dann stehen schon wieder andere Dinge an. Und deswegen mache ich das alleine. Wir haben das aber gemeinsam besprochen. Und ich möchte heute einfach über die Vorteile und Nachteile, die wir herausgefunden haben, sprechen. War es eine richtige Entscheidung, auf Kastenwagen umzusteigen? Und ja, auch über die Anschaffungen, die noch anstehen bei uns. Und bevor ich aber damit anfange, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, auch im Namen von Michael, für die vielen lieben Glückwünsche. Und das ist einfach, und die netten Worte auch. Also das ist einfach so schön, dass sich Menschen mit jemandem mitfreuen können. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Es hat uns sehr beeindruckt. Und auch der Austausch untereinander, das ist wunderbar, dass man sich Tipps geben kann und dass wir auch gefragt werden, wie habt ihr dies gemacht, wie haben das gemacht. Wir ziehen auch in Erwägung, vielleicht eventuell ein Malibu zu kaufen und einfach, dass man sich untereinander austauschen kann. Dafür ist YouTube eine wunderbare Geschichte. Es gibt natürlich auch Nachteile, keine Frage von YouTube. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eine sehr schöne Geschichte. Wir haben auch schon so viele nette Leute kennenlernen dürfen. Und wenn wir auch unterwegs sein sollten und ihr seht uns, weil viele immer schreiben, vielleicht sieht man sich mal, bitte sprecht uns immer an. Wir freuen uns. Man kann immer mal abends auch zusammensitzen und kann mal ein bisschen klönen und sich austauschen. Also das ist für uns YouTube positiv, also die positive Seite von YouTube. Und dafür wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, also ich fange mal an, damit es auch nicht so allzu lange dauert. Es zieht sich sowieso wieder ein kleines bisschen in die Länge wahrscheinlich, aber es gibt so ein paar Dinge, die man einfach anbringen muss. Und zwar, also wir fangen mal mit dem Positiven an, mit den Vorteilen. Der allergrößte Vorteil ist ganz klar das Automatikgetriebe und das Fahrgefühl in diesem Auto. Dadurch, dass das Auto nicht so hoch ist, nicht so breit ist, auch schwerer ist, liegt es irgendwie ganz anders auf der Straße. Auch wenn man so im Windschatten ist oder ein LKW halt eben überholt, dann schwankt der halt nicht so hin und her. Also ist deutlich weniger als beim Wohnmobil, also finde ich. Und natürlich ist die Automatik eine tolle Geschichte. Und es ist auch ein gutes Automatikgetriebe. Michael ist total begeistert. Er ist ganz happy mit dem Automatikgetriebe. Und es ist halt natürlich dieses Start, dieses Aus-An-Automatik, dass er dann an der Ampel eben ausgeht oder so. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht, muss ich sagen. Mich stört es eigentlich nicht so sehr. Ich habe auch zu Michael gesagt, er soll das lassen. Das ist alles in Ordnung. Also alles gut. Fahren, Durchschnittsgeschwindigkeit bei uns 110, 120 km/h ungefähr, also bei mir 110, bei Michael 120, durchschnittlich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Er hat verbraucht 10 Liter, davon waren wir allerdings 2/3 auf Landstraßen unterwegs und dann noch im Elbsandsteingebirge, wo es auch hoch und runter geht und man nicht schnell fahren kann, das Auto auch ein bisschen gefordert wird. Verbrauch also eigentlich also ziemlich in Ordnung, muss man sagen. Ja, und das ist so eigentlich der größte Vorteil, also den wir so empfinden. Das ist wirklich das Automatikgetriebe und auch das Fahrgefühl mit dem Auto. Das ist anders. Es ist anders als mit dem Wohnmobil, dadurch, dass er schmaler halt eben auch ist. Für mich ist es einfacher. Ich konnte selber fahren. Michael konnte sich auch mal ausruhen jetzt. Und ich habe bei langen nicht so viel Bedenken, mit dem Auto zu fahren, als vorher beim Pecolino. Der war doch schon breiter. Und ich habe jetzt auch, also auf einer engeren Landstraße kam mir ein großer Bus entgegen. Und da bin ich also sehr weit rechts gefahren, hat Michael gesagt. Da war ich sehr nah an den Grenzsteinen gewesen. Also da muss ich auch noch üben. Das ist doch irgendwie, es ist halt einfach komisch, finde ich. Und also für mich ist das so. Und ich muss dann einfach langsam fahren, wirklich egal. Dann fahre ich halt extrem langsam. Aber ich muss erstmal das Gefühl kriegen, habe ich eben zu dem Bus, wie viel Platz habe ich zu dem Bus und wie viel Platz habe ich auf der Seite. Und wenn man das einschätzen kann nach einer gewissen Zeit, dann kann man auch schneller werden. Also das war das Einzige, wo ich so ein bisschen aufpassen musste.
Ansonsten auf dem Campingplatz auch eingeparkt. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin auch hier in die Einfahrt reingefahren alleine. Und auch Michael hat nicht gewunken. Er hat mich wirklich mal fahren lassen. Er hat zwar gestanden und aufgepasst, aber er hat nichts gesagt. Und es war auch gut so gewesen. Also das ist schon einfacher jetzt. Und das ist natürlich ein riesengroßer Pluspunkt bei uns. Ja, der zweite Vorteil ist die Küche. Ich habe ja schon immer geliebäugelt mit Kastenwagenfahrer, wenn die in der Küche gestanden haben und gekocht haben und hatten diese große freie Fläche nach draußen mit der Tür, das natürlich gleich alles abziehen kann, der Brasen und man auch irgendwie in der Natur steht und kocht. Und das hat mir das gefallen. Das hat auch nichts mit Pecorino zu tun, weil jemand geschrieben hat, was versteht er jetzt irgendwie nicht, ist denn das so viel besser als beim Pecorino? Das hat mit Pecorino nichts zu tun. Das war schon so, wo wir Autos gemietet haben. Habe ich immer so ein bisschen neidisch geguckt, weil ich das schön fand, in der Offenheit zu stehen und zu kochen. Auch in Norwegen, wenn das Wetter nicht immer so schön ist, dann zieht man sich halt mal eine Jacke an, aber man steht im Freien und kann kochen. Und das fand ich gut. Und das finde ich auch jetzt gut. Und auch nicht nur beim Kochen, sondern einfach im Allgemeinen. Auch jetzt, wenn ich hier sitze, hier kommt viel Luft rein. Und es ist nicht größer, aber es wirkt irgendwie größer. Dadurch, dass die Tür so breit auf ist, wirkt das alles irgendwie größer. Und obwohl es gar nicht größer ist. Ja, also das ist irgendwie, ich finde das schön. Und jetzt ist es auch so, dass wir haben also mehr Beinfreiheit hier am Tisch. Der Tisch ist also etwas schmaler als, glaube ich, beim Pecorino. Und man kann ihn auch verschieben. Und das ist für mich sehr positiv. Das hat er auch gesagt, dass ich das unbedingt erwähnen soll. Weil er kann sich jetzt den Fahrersitz individuell einstellen und sitzt nicht mehr so eingeklemmt im Fahrerhaus. Das war bei Pecorino anders. Da hat er nicht so bequem gesessen. Und dadurch, dass er die Rückenlehne nie richtig so zurückmachen konnte, hat er dann immer so ein bisschen mit dem Kopf nach vorne gesessen. Und jetzt hat er richtig Beinfreiheit und ein bequemes Sitzen beim Fahren. Und das wäre für ihn halt auch ein sehr, sehr großer Pluspunkt, hat er gesagt. Also ja, das ist eine schöne Geschichte, auch die Beinfreiheit hier. Obwohl unser Hund trotzdem hier unten drunter liegt, haben wir jetzt hier mehr Beinfreiheit, weil wir halt auch ein schmaleres Tischbein haben. Wir hatten ja im Pecorino den breiten, das war aber, weil der auch abgesenkt werden konnte, der Tisch, und man ihn als Bett nutzen konnte. Und das haben wir ja jetzt nicht. Und jetzt ist halt ein schmaler Fuß, und dadurch haben wir hier also richtig schöne Beinfreiheit sitzen, also viel bequemer am Tisch. Auch für Michael, da muss ich mehr schräg sitzen, sondern kann sich wirklich gerade hinsetzen. Also das ist auch ein großer Vorteil. Ja, und die Offenheit. Die Offenheit in diesem Auto, also das ist ein ganz großer Faktor, finde ich, der positiv ist. Man hat hinten an der Garage die Türen, die man aufmachen kann. Wenn es jetzt wirklich warm wird, dann machst du hinten auf und machst hier vorne auf, hast du immer einen Luftzug hier drin. Wunderbar. Hat man am Wochenende gemacht, war richtig schön gewesen. Und man kann sich dann mal hinlegen und mal auch ein bisschen ausruhen, und dann hat man immer schön Luft und Bewegung in dem Auto. War sehr, sehr angenehm gewesen. Ja, du hast hier oben die Dachluke, du hast hinten nochmal rechts und links Fenster, du hast Fenster hinten in einer Garagentür, du hast oben das Dachfenster. Also du hast, wenn du früh morgens aufwachst, und dann, ich habe jetzt endlich auch an meiner Seite ein Fenster, ich kann aus dem Fenster gucken, kann das Rollo hochmachen und kann aus dem Fenster schauen, wie schön. Und drehe ich mich um, dann kann ich hinten die Frontfenster auch noch aufmachen und kann rausschauen. Ich habe einen Rundumblick, also in die Natur, von oben bis über die Seite. Und das ist einfach so schön, wenn man aufwacht und in der Natur steht und kann da rausschauen. Also das ist echt toll, das ist wirklich schön. Also dieses Luftige, dass man alles aufmachen kann, und auch sehr hell dadurch ist, sehr freundlich. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Ja, das ist also auch nochmal ein sehr, sehr großer Vorteil. Dann ist die Dusche ein sehr großer Vorteil. Die Dusche ist also sehr geräumig. Wir haben sie ausprobiert, beide. Wir sind beide begeistert von der Dusche. Funktioniert auch wunderbar, die Magnete halten, also das ist schön ausgeklappt, eine saubere Geschichte. Man wischt es mit einem Mikrofasertuch ab, klappt wieder zusammen und man hat das Bad sauber, einwandfrei. Toi, toi, sagt Michael, naja, die wäre Pecorino für ihn ein bisschen bequemer gewesen. Ich finde jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber gut, das ist auch unterschiedliches Empfinden. Auf jeden Fall ist die Dusche richtig gut.
Ja, Luftzug hatte ich, Fenster hatte ich, Schlafplatz im Pegol. Quatsch, ach Gott, ich bin noch bei Pegoline, Leute, Hilfe. Schlafplatz hier im Malibu ist auch wunderbar, richtig schön breit. Also da kann auch noch ein Kind dazwischen liegen. Das ist wirklich richtig schön breit. Man hat richtig guten Schlafplatz. Matratze, wir sind zwar Weichschläfer, wir schlafen auf sehr weichen Matratzen, aber das ist jetzt so eine Mittelmatratze, mittelmäßig ist die. Wir haben aber auch drauf geschlafen, wir hatten noch keine Rückenschmerzen, war also in Ordnung gewesen. Das ist nur ein bisschen Umstellung, aber es war okay. Also auch die Matratzen sind wirklich in Ordnung. Ja, dann die Soundanlage. Das ist Michael auch so ein Highlight, der hat er gleich mal ausprobiert. Mucke aufgedreht, ach, da kann ich schön den Boss hören. Da werde ich mal schön richtig die Mucke aufdrehen, wenn wir mal irgendwo sind uns können, weil er ist ja so ein Bruce Springsteen-Fan und ja, da freut er sich schon drauf, hat er gleich mal ausprobiert. Also das ist auch ein richtig cooles Ding hier. Ja, das war es eigentlich, ne? Also von den Vorteilen. Also natürlich, was natürlich bei Malibu sowieso schön ist, ist halt was. Das Interieur, das ist einfach wohnlich, wenn du abends hier drinnen sitzt und hast die ambiente Beleuchtung an, und dann ist einfach schön. Keine Frage. Tolles Gefühl. Ja. Ist halt der Nachteil mit dem Kühlschrank, dass der kaputt gegangen ist, aber dafür kann weder Karthago was, noch der Händler. Das ist halt einfach Pech. Kann passieren. Und die Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, ist die Fliegenschutztür, die funktioniert bei uns nicht richtig. Die verschiebt sich immer nach oben. Also entweder ist dieses Seilsystem da, also wo gespannt wird, nicht in Ordnung. Also diese Tür verzieht, dieses Plissé verzieht sich immer nach oben. Du hast unten so ein Stück rein, oben ist es zusammengeknautscht, kriegst die Tür nicht mehr auf. Dann hat er uns gesagt, wir sollen die Tür mit beiden Händen auch mittig aufmachen, haben wir alles ausprobiert. Trotzdem fängt sie sich immer wieder an zu verziehen. Wäre jetzt nochmal eine Frage an euch, die auch im Malibu fahren, habt ihr das auch? Oder ist das nur bei uns so, weil wir werden das nochmal als Reklamation geltend machen, dass die Haut nicht richtig hin. Ja, aber ansonsten ist ja alles geklärt worden, bis auf die beiden Sachen. Und ich denke, das ist in Ordnung. Ja, die Nachteile. Ja, natürlich gibt es auch Nachteile. Keine Frage, muss man ehrlich sein, ist so. Der Kühlschrank, nicht, dass er kaputt ist, sondern dass er doch kleiner ist. Ja, mein Herz allerliebster hat gesagt, nein, der ist genauso groß wie ein Pegoline. Und ich habe gesagt, nee, der ist kleiner. Nein, der ist genauso groß. Naja, gut, er ist nicht so groß wie ein Pegoline, sondern er ist 20 Liter kleiner. Und das merkt man deutlich. Und das ist auch nicht ausreichend für uns. Also da werden wir uns noch etwas überlegen. Das kommt aber dann später unter der Rubrik Anschaffungen. Also so mit dem Kühlschrank alleine werden wir auf Dauer nicht auskommen. Schon gar nicht, wenn wir nach Norwegen fahren sollten, irgendwann mal wieder. Ja, außerdem ist es so, dass wir, also man kann das Gefrierfach hier rausnehmen, dann hat man mehr Platz im Kühlschrank, ne? Aber wir nutzen gerne das Gefrierfach, weil wir halt immer gerne auch Fleisch mitnehmen, weil wir ja nur Biofleisch essen. Wenn Fleisch, dann Biofleisch. Und das kriegst du halt nicht überall. Und von daher nehme ich immer gerne eben auch tiefgefrorene Sachen mit. Ja, dann ist noch ein Nachteil, das Waschbecken im Bad. Ich hätte es gerne mal aufgenommen, wenn sich Michael die Zähne putzt. Das ist so niedlich. Oh, das ist schon eine Position, in der er da steht. Da muss man. Entschuldigung. Aber ich hätte es gerne aber aufgenommen, aber dann hätte ich Schimpfe gekriegt. Ich durfte nicht. Also, das sieht schon lustig aus. Also, dadurch, dass der Spiegelschrank oben drüber ist, hat man halt natürlich wenig Platz. Und also, das ist ein heißes Bild. Und ich habe gesagt, er soll einfach jetzt in der Küche sich die Zähne putzen, aber nicht mehr im Bad, weil es einfach, das ist schon lustig, Entschuldigung. Das ist ein Nachteil. Das Waschbecken ist schön tief. Mich stört es auch nicht, weil ich passe drunter mit meiner Größe, aber bei Michael ist es schon, lustig. Ja, ja, ansonsten auch der Stauraum im Bad, nämlich da gibt es eigentlich fast gar keinen Stauraum. Aber das wussten wir, das haben wir von Anfang an, war das ja ein Kriterium bei uns gewesen. Wir haben aber eine andere Möglichkeit gefunden, wo wir unsere Badezimmersachen halt unterbringen können, weil ich komme mit dem Platz nicht aus.
Ich brauche doch deutlich mehr als das, was da zur Verfügung ist im Bad. Aber wir haben Möglichkeiten gefunden, das kommt dann bei der Roomtour. Also es geht alles. Muss nicht unbedingt alles im Bad haben. Ja, dann ist noch ein Nachteil, die USB-Steckdosen. Wir haben ja extra eigentlich so ein Paket genommen, ne, wo wir genug dabei haben. Jetzt ist es ja so, haben wir eine USB-Steckdose neben dem Zigarettenanzünder und dann haben wir noch zwei USB-Steckdosen vorne. Wunderbar. Aber, da kommt noch ein Vorteil. Wir haben zwei Handschuhfächer, eins unten, eins oben. Und das obere ist, wenn man die Klimaanlage anhat, kühlt das. Also man kann da Getränke reinlegen, die werden richtig kalt. Dummerweise ist nur dort drin, in diesem Fach, sind zwei USB-Anschlüsse. Das ist, verstehe ich nicht. Also das verstehe ich einfach irgendwie nicht, weil entweder ich muss dieses Kühlfach auflassen, dann kommt die ganze eiskalte Luft raus, oder ich müsste dann eben Handy etc. Kamera in dieses Kühlfach legen und das ist auch nicht gut. Also normal sind die ja wasserdicht heutzutage, die Sachen, aber trotzdem wegen Kondenswasser und so. Aber also ich halte das nicht für gut, in dieses kalte Fach eine Kamera oder ein Handy zu legen. Und das weiß ich auch nicht, warum sie das gemacht haben. Und dann kommt noch dazu, dass die Dinger nur laufen, wenn die Zündung an ist. Also, das ist nicht so günstig. Von daher haben wir nur eigentlich eine, die wir nutzen können, wenn das Auto aus ist. Und die ist im Schlafzimmer. Eine einzige. Und das ist ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann ist noch die Lampe im Schlafbereich, also im Kopfbereich sind zwei Lampen und die sind sehr hell. Also die sind auch nicht dimmbar. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass sie dimmbar sind. Vielleicht tun sich ja auch noch Dinge auf, die wir nicht entdeckt haben. Das ist sehr hell. Wenn du da liegst, das blendet dich. Die kannst du eigentlich nicht zum Lesen anhaben. Das ist ungünstig. Und da wäre es eigentlich schön gewesen, wenn sie dimmbar wären oder man hätte halt eben so einen Aufsatz hier, so einen runden, und wo das Licht seitlich halt eben rauskommt, dass das eigentlich so blendet. Ja. Ja, und noch ein kleiner, also es sind alles Kleinigkeiten. Ein kleiner Nachteil ist, wir haben ja hier unten drunter dieses Fach, was man aufziehen kann, wo man halt so Sachen rein drin lagern kann. Wunderbar. Und das ist hier auch unter der Sitzbank noch ein Fach. Aber die haben keinen Zwischenboden eingelegt. Das heißt, wenn ich hier irgendwas lagere, was irgendwie runterfallen kann, dann fällt das in dem Moment runter, wenn du das aufziehst und du kriegst die Tür nicht mehr zu, also dieses Schubfach. Also wir werden uns dann noch einen Zwischenboden einziehen, dass man wirklich zwei getrennte Laderäume hat. Weil das ist eigentlich nur durch dieses ausziehbare Fach getrennt und ja, das macht irgendwie dann irgendwie auch nicht so richtig Sinn, weil das Zeug dann runterfällt. Ich meine, gut, hier ist eine Heizung drin, man kann sowieso nicht viel Lebensmittel hier drinnen lagern, weil es wird dann halt im Winter warm. Aber jetzt im Sommer, ich hatte jetzt zum Beispiel so mein Brot und sowas da drinne und das ist dann alles vorgepurzelt und musste man dann wieder zurücktun. Wir werden uns da wahrscheinlich, wenn das möglich ist, wir müssen uns das natürlich erstmal angucken, so einen Zwischenboden reinziehen, dass das nicht passieren kann. Ja, ein Vorteil habe ich noch vergessen, ist jetzt zwar ein bisschen durcheinander, aber ich will ihn trotzdem erwähnen, und zwar ist das der Mülleimer. Bin nämlich gerade drauf gekommen, weil ich das hier aufgezogen habe. Wir haben in dem Küchenbereich vorne an der Frontseite haben wir einen Mülleimer. Und das ist auch ein schöner Vorteil, weil man einfach Ordnung hat und die Abfälle sofort entsorgen kann. Und es immer sauber und ordentlich ist. Also das finde ich, darauf wollte ich nicht mehr verzichten. Weil es gibt wohl jetzt auch noch andere Malibus demnächst, hat uns jemand geschrieben. Die sind anders aufgebaut und zwar haben die dann wahrscheinlich vorne im Küchenbereich einen Kühlschrank, dann fällt aber, wie gesagt, der Mülleimer weg und man hat dann hier einen Kühlschrank und dann werden die Schubfächer natürlich wieder kleiner, nehme ich mal an, und dann hast du den Kühlschrank weg und alles ist offen. Hast dann nochmal wahrscheinlich Arbeitsfläche dort hinten in dem Bereich. Aber das würde für uns nicht in Frage kommen. Also ich finde es gerade gut, dass der Kühlschrank oben ist, dass der auf Augenhöhe ist und du dich nicht bücken musst, um irgendwo ranzukommen. Finde ich gut. Also wir hätten die Variante, dann wäre für uns sowieso nicht in Frage gekommen. Aber gibt es wohl demnächst bei Malibu. Und es soll wohl auch geben, hat er uns geschrieben. Ich glaube, Thomas war es, gell? Dass man den Schlafbereich abtrennen kann zum Wohnbereich. Das ist für viele bestimmt interessant. Für uns wäre das auch nicht so interessant. Für mich, ich würde mich dann eingeengt hinten fühlen. Das wäre mir unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, dann ein Vorhang, aber nicht eine Tür. Das ist es zu klein, das Auto. Aber für viele mag das sicherlich interessant sein. Also das soll wohl
demnächst, ja, jetzt 2020 kommen. Jetzt zu den Anschaffungen, die wir noch machen werden. Allerdings brauchen wir erstmal jetzt ein bisschen Luft. Wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, um uns finanziell ein bisschen zu erholen, weil so ein Malibu schüttelt sich nicht einfach mal so aus dem Arm, sondern da muss man schon lange also drauf sparen. Und jetzt müssen wir uns erstmal finanziell erholen, weil auch jemand gesagt hat oder gefragt hat, warum wir denn keine Klimaautomatik eingebaut hätten. Wenn Michael so empfindlich ist, da wäre doch irgendwie besser, wenn man dann die Temperatur einstellen könnte. Und ja, also du kannst alles in dem Auto bestellen. Wir hätten auch noch gerne eine Lithiumbatterie gehabt und wir hätten noch gerne ein Solarpanel gehabt. Und ja, man kann auch noch eine Klimaanlage in dem Auto einbauen, aber irgendwann ist einfach das Limit erschöpft. Ja, dann ist man halt einfach am Ende, dann ist das Budget am Ende und dann muss man sich entscheiden, was nimmt man und was nimmt man nicht, auf was kann man verzichten und auf was kann man nicht verzichten. Und auf die Klimaanlage, auf die Klimaautomatik konnten wir dann halt einfach eher verzichten. Deswegen haben wir die nicht genommen. Aber du kannst natürlich alles an dem Auto haben, ganz klar. Ja, wir möchten natürlich auf Dauer gesehen irgendwann eine größere Batterie haben. Wir möchten ein Solarpanel haben. Dann möchten wir dann eine Kühlbox haben, die dann über diese Batterie und über das Panel auch laufen kann. Dann möchten wir noch einen Fahrradträger haben. Und zwar einen, der nicht hinten am Auto dran ist, sondern der unten ist. Und dann möchten wir noch, und das ist eigentlich die erste Anschaffung, glaube ich, die ich gerne hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ein Ausschubsystem, ein Regalsystem für die Garage, dass man einfach die Euroboxen draufstellen kann und die rausziehen kann und ein System hat, ein Ladesystem hat und Ordnung hinten in der Garage hat und überall rankommt. Das ist so mein persönlicher Wunsch. Ob da Michael auch mit einverstanden ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Angebot eingeholt angefragt. Also das würde uns schon am ersten interessieren, irgendwie, dass man da so ein Regalsystem einbauen kann. Ja, das war's. Alles andere, mit allem anderen sind wir super zufrieden und nein, wir haben es nicht bereut, auf Kastenwagen umgestiegen zu sein. Im Moment auf jeden Fall gar nicht. Im Moment sind wir sehr, sehr froh und glücklich, dass wir das so gemacht haben. Wir fühlen uns oder wir haben uns sehr wohl gefühlt in dem Auto am Wochenende. Es war natürlich nur ganz kurz jetzt, wo man das testen konnte. Wir haben auch keinen Winter, wo man viel Sachen drin lagern muss, sondern Sommer. Und wir hatten nur ein kurzes Wochenende, wo man nicht so viel mitnimmt. Klar, das spielt alles auch noch eine Rolle, aber wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und das Fahrgefühl alleine ist schon so toll, dass man, also darauf würden wir, glaube ich, nicht mehr verzichten wollen. Nee, war schon richtig so. Zu diesem Zeitpunkt jetzt ist es okay. Also es ist richtig, das Auto für diesen Zeitpunkt, zu dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden. Was später mal wird, das können wir nicht sagen. Wir haben ja manchmal schon so ein bisschen gesponnen, weil wir haben ja keine Kinder und nichts. Und wir werden dann irgendwann wahrscheinlich doch mal unser Haus vielleicht verkaufen und ziehen dann wirklich in Erwägung, mal ein Nomadenleben zu führen, indem man halt wirklich in einem Wohnmobil lebt und auf Boot. Also Michael ist der absolute Bootfan, der macht gerade einen Seeschein. Und dass man dann einfach im Wechsel mal auf dem Boot und in einem Mobil halt lebt. Das ist so ein bisschen so, was in unserem Kopf schwebt. Es ist noch Zeit. Wer weiß, was bis dahin ist, ob wir noch gesund sind oder so. Aber wenn wir gesund bleiben sollten, dann ist das die Überlegung, die wir haben. Und dann werden wir natürlich wahrscheinlich nicht in einem Kastenwagen leben, sondern dann würden wir dann auf ein größeres Mobil umsteigen. Ich spinne ja auch immer mal ganz gerne von so einem, Expeditionsmobil. Ja, so ein Bimobil oder sowas, wo man dann wirklich sagen kann, dass man da drinnen leben kann und autark sein kann. Das ist so unsere Zukunftsvision ein bisschen. Vielleicht ändert sich das noch, aber man muss ja Träume und man muss Wünsche irgendwo haben. Aber derzeit, jetzt im Moment, ist es das richtige Auto für uns und wir sind happy und glücklich, dass wir das gemacht haben. So, jetzt habe ich ganz viel wieder erzählt. Aber manchmal muss das halt eben auch sein. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund. Passt auf euch auf, dass wir uns bald wiedersehen können. Und nochmals herzlichen Dank für eure lieben Wünsche. Wir freuen uns darüber. Also, bis bald.
Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Auch schöne Grüße von Michael übrigens. Tschüss.